Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz speziellen Video. Ich habe diese ganze Mappe gekauft und die wollte ich gerne mal mit euch angucken. Es geht um eine Yu-Gi-Oh! Mappe. Und da sind echt wunderschöne Karten bei. Wir werden uns alle Karten nicht im Detail angucken, ne? Aber ich sag mal, wir fangen einfach mal an mit hier oben. Mit dieser wunderschönen Karte. Sehr guter Zustand. Wir haben hier natürlich wie immer weiße Drachen. Ich sag mal hier unten, einmal von unten ranholen. Die Exodia, auch in einem relativ guten Zustand. LOB, erste Auflage. Hier so ein bisschen Whitening. Aber Hammer, 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 Hammer Karte. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Dann haben wir hier, ich hole einfach immer nur so ein paar Karten mal raus. Dann haben wir hier aus Spell Ruler den herbeigerufenen Totenkopf oder Thun Totenkopf, halt in einer schlechten Condition, aber halt geile Karte. So, dann hier mystische Elfe, jeder kennt sie. Raigeki kennt jeder. Gerade gucken, glaube ich, auch aus LOB. Mega geile Karte. Ah, das ist so ein Nostalgie-Kick, ne? So ein Nostalgie-Kick ist das. Ja, hier. Die hatte ich früher in meinem Deck gehabt. Die mystische Elfe. 1900 Angriff auf 4 Sterne, konntest du halt direkt spielen. Das war halt schon richtig geil immer. Dann natürlich den schwarzen Magier. Natürlich nicht mehr so einer guten Condition. Das ist halt so voll typisch für den. Aber ey, für die Sammlung perfekt. Für den Beiner perfekt. So, hier Lava Golem zweimal. Hier 3 weiße Drachen. Sogar einer. First Edition. Mal eben raus. Oh, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, der bleibt auf jeden Fall bei mir in der Sammlung. Hier unten so ein bisschen die Ecken. Aber geile Karte, Alter. Das ist Nostalgie pur. Ich sag euch das. Nostalgie pur ist das. Den Rotaugendrachen wollen wir auch nochmal rausholen. Red Eye Speed Dragon. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich sag mal, ist jetzt nichts zum Graden, aber kann man so immer mitnehmen. Geil. Geile Karten. Halt hier noch 2 weitere weiße Drachen. Dann haben wir hier Lava Golem. So wie hier dreimal schon. Dann haben wir hier den Sternstaubdrachen. Aber leider nicht mehr in so einer guten Condition. Der hat schon einiges abgekriegt. Aber ist auch nicht so schlimm. Sieht trotzdem geil aus. Dann hier auch Überläufer. Auch einer der geilsten Karten früher gewesen. Boah, der Holo-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das immer so sehen könnt mit dem Holo-Effekt. Aber der ist halt abnormal krank. Abnormal krank. Die Karte sieht gut aus. Von der Condition her. Die ist echt stark. Was haben wir hier noch? Harpier Federsturm. Hier ist nochmal Lava Golem. Das 4. Mal. Hier ist auch nochmal Überläufer. Antiker Freunddrache haben wir hier noch. Viele Karten kenne ich auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Natürlich die Hauptkarten, ne? Klar, ne? So. Die kennt man natürlich alle. Aber es ist ein schöner Ordner. Ich glaube, das war's dann mit den Holos. Ich hole die hier nochmal raus.
den antiken Feindrachen. Nicht wundern, wenn ihr es hier an der Seite seht, das ist einfach die Hülle, die hier so einen Rand hat. Aber die Karte hier sieht auch sehr gut aus vom Zustand. Yu-Gi-Oh! Ist einfach Liebe. Ich sage euch, das ist einfach Liebe. So. Ich weiß nicht, was solche Karten hier wert sind. Wahrscheinlich nicht viel. Dann haben wir hier noch einfach normale Karten. Hier ist nochmal der Lava-Golem zum, weiß ich, zum fünften Mal oder so. Dann haben wir hier einfach nur ein paar Nostalgie-Karten. Ich wollte das Video jetzt auch nicht so ewig lang machen. Einfach nur ein schönes Gefühl haben. Guck mal hier, Drachenfluch. Holen wir mal einmal raus. Schön aus dem Yugi-Starter-Deck. Und auch dreimal vorhanden. Ich habe sie selber persönlich, aber allerdings, ich glaube, in Super Rare ist das aus dem LOB. Und ja, hier den mystischen Djinn der Lampe. Ja, kann ich jetzt nicht rausholen. Die hatte ich früher auch in meinem Deck gehabt. Hier ist sie auch nochmal drin, ein drittes Mal. Machen wir mal hier. Die habe ich immer oft in meinem Deck gehabt, weil auch 4 Sterne, 1800 hier. Nächste Nostalgie-Karte. War leider nie ein Holo im Starterdeck drin, aber der herbeigerufene Totenkopf. So. Auch eine schöne Karte für den Binder. Und, oh, das war's schon. Ja. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn man hier die Karten anguckt, wie läuft, vor allem Exodia und die. Und die haben alle auf jeden Fall ein bisschen was. Ja. Ja, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hinterlasst gerne ein Abo, würde ich mich richtig drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser.